Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass ihr heute zu diesem wichtigen Thema mündiger Rezipient eingeschaltet habt und euch gemeinsam mit mir anschaut, was denn wichtig ist für eine gewisse Medienkompetenz und wann man bestenfalls Artikel vielleicht doch weniger weiterleiten sollte, als man das vielleicht in dem ersten Moment meint. Zunächst einmal, vielleicht hat der ein oder andere schon mal etwas davon gehört. Ein mündiger Rezipient. Und wie der Name schon sagt, gibt es auch unmündige Rezipienten. Und wir müssen leider feststellen, dass beide draußen unterwegs sind. So viel dazu. Zunächst einmal, ein mündiger Rezipient wird allgemein ein Mensch genannt, der Dinge wahrnehmen kann, beurteilen kann, auch wahrnehmen kann, ob das eher richtig ist, ob die Quelle, die dahinter steckt, also Quelle im Sinne von woher stammt das, ist das Hörensagen, ist das ein wissenschaftlicher Artikel, der empirisch mit Validität, Objektivität und Reliabilität als Faktoren genauer betrachtet worden ist? Oder ist das einfach etwas, das einfach mal so vermutet wird? Allein diese Unterscheidung zu machen, ist schon ein mündiger Rezipient. Ein unmündiger Rezipient, der liest einen Artikel und denkt sich, boah, das habe ich ja noch nie gehört. Das muss ich der Tante und dem Karl und dem Klaus und was weiß ich wem erzählen. Das ist ein unmündiger Rezipient. Warum? Weil diese Person den Artikel liest, aber nicht diesen Weg geht, den gedanklichen Weg herauszufinden, entspricht es der Wahrheit, entspricht es eher der Wahrheit, entspricht es eventuell etwas, das falsch ist, also ist es eine Falschmeldung, ja. Wer das nicht denkt, sondern wer versucht, Artikel zu finden, die in das eigene Gedankenbild passen, ist ein unmündiger Rezipient. Und das Problem ist, dass man, wenn man nicht gerade auf sozialwissenschaftliche Gymnasium geht oder so, meistens weniger über Medienkompetenz lernt. Ich muss gestehen, bin schon eine Weile aus der Schule draußen. Aber wie gesagt, ich habe das erst in der Oberstufe im sozialwissenschaftlichen Gymnasium gelernt und nie wieder gehört. Großartig. Und deshalb dachte ich, es ist vielleicht ganz schlau, das mal aufzugreifen, weil es ist ja super wichtig, meines Erachtens. Weil nur wenn man ein mündiger Rezipient ist und das dann auch noch zum Ausdruck bringt, rhetorisch, man kann ja auch ein mündiger Rezipient sein und damit Blödsinn machen. Das ist ja das Problem. Und gerade in den heutigen Zeiten von Fake News und von so viel Augenwischerei und man weiß gar nicht mehr, was wahr ist und was so gemeint ist und dann diese Schlagzeilen, die dann einen emotional packen sollen, ich finde das nicht gut. Das ist auch furchtbar anstrengend und auch für unsere Gehirnleistung meines Erachtens absolut falsch. Viele Leute haben ja auch das Problem, das gehört auch zu einem unmündigen Rezipienten, dass sie nur Überschriften lesen. So, wenn man eine Überschrift findet, die einen bewegt, die man spannend findet, aber dann nicht den dazugehörigen Artikel liest, dann ist das kritisch. Dann ist das wirklich kritisch, weil man hat keine Ahnung. Man hat keine Ahnung, man hat irgendeinen Satz gelesen, aber ob der richtig, ob der falsch ist oder sonst was, das wird meistens nicht dargestellt in dem Artikel. Da steht ja nicht akkurat zu so und so viel über diese und diese empirische Studie. Und das ist der Punkt. Wenn ihr Leute überzeugen wollt, benutzt bitte Primärquellen. Eine Primärquelle ist quasi der Ursprung von einer Neuigkeit oder Erkenntnis. Das heißt, eine wissenschaftliche Studie, aus der Nachrichtenartikel abgeleitet werden, sind auch wieder aus zweiter Hand. Es kann ja sein, dass dieser Reporter diesen Artikel, diesen wissenschaftlichen Artikel falsch verstanden hat oder ihn so runtergebrochen hat, dass wesentliche Elemente daraus fehlen. Und das ist eben das Problem dabei. Wenn wir uns Dinge nicht ganzheitlich anschauen, sondern nur einzelne Elemente daraus. Dann baue ich aus der Bibel das kriegsverherrlichste Buch aller Zeiten, was ja schon passiert ist über die Kreuzzüge. Oder ich mache daraus ein Buch der Liebe, was ja eigentlich der Fall ist, wenn ich eben alles chronologisch in der Art und Weise versuche zu lesen, in der es gemeint ist. Und das ist der Punkt, egal ob es bei Kriegstreiberei ist, bei Hetze, bei politischer Desinformation. Wenn man sich nicht zu einem mündigen Rezipienten bildet und gar nicht weiß, dass es sowas gibt, und wenn man einfach glaubt, was einem vorgesetzt wird, ohne das kritisch zu hinterfragen, zu prüfen oder sonst was, sollte man sich diese Artikel gar nicht erst zuführen. Das klingt vielleicht dumm, aber es geht nicht darum, dass man ungebildet bleibt, es geht darum, dass man nicht falsch gebildet wird. Wenn man nicht die Zeit und Muße dafür hat, sich das Ganze kleiner im Detail mehr anzuschauen oder die Zeit dafür nimmt, dann wird man zwangsweise zu jemandem, der das Ganze nicht durchdrungen hat, und dementsprechend jeder Person,
der man das Ganze weitergibt, eigentlich belügt. Und das ist drastisch. Weil wenn man eben diese Formulierungen nicht bringt, ich glaube, ich habe gelesen, ich bin unsicher, aber es könnte sein, dass, wenn man mit diesen Sachen nicht arbeitet, sondern sagt, das ist so, aber es ist nicht so, bringt man Leute in eine völlig komplett verzerrte Realität. Und es ist egal, ob das kleine Lügen sind, ob das Augenwischereien sind. Jede Form davon, jemandem etwas zu sagen, was im subjektiven Empfinden nicht stimmt, bringt den anderen Menschen dazu, von etwas auszugehen, was nicht der Wahrheit entspricht. Und wenn es das ist, was die eigene Meinung ausmacht. Und das, wie gesagt, ich möchte ja jetzt grundsätzlich sagen, dass man immer versuchen soll, aufs Akribischste jedes Mal das so zu machen, aber es hilft. Mir zumindest hilft das. Ja, also ich habe mich sehr, sehr viel besser kennenlernen können und meine Mitmenschen konnten mich sehr, sehr viel besser kennenlernen, indem ich offen und ehrlich ausgesprochen habe oder versucht habe, offen und ehrlich auszusprechen, was in mir vorgeht und was da so los ist. Und das auf eine freundliche Art und Weise, weil auch der Ton macht die Musik. Wenn man jemanden nicht leiden kann, dann kann man sagen, hey, ich kann dich nicht leiden. Das ist aber auch nur die oberflächliche Betrachtung. Wenn man jemanden nicht leiden kann und auf ihn zugehen kann und sagt, hey, du, pass auf, ich habe ein Problem mit dir, weil wir uns in der und der Situation irgendwie so und so verhalten haben. Das hat mich sehr irritiert bei dir. Kannst du mir dazu was sagen oder ist das was, was du standardmäßig so halt machst? Gehört es einfach zu dir? Weil dann glaube ich, ich möchte lieber weniger mit dir zu tun haben. Sowas kann sein, sowas kann man Menschen sagen. Und ich verrate euch was, die meisten Menschen nehmen einem das gar nicht so krumm, als wenn man ständig das Gefühl hat, dass irgendeiner komisch mit einem ist, aber es nicht ausdrückt. Dann lieber ein offenes Gespräch, 5 Minuten, ist mal kurz unangenehm, aber dann kann man sagen, hey, wir passen nicht zueinander, gut. Oder hey, du, wir hatten ein Missverständnis, wir passen eigentlich zueinander, vielleicht sollten wir uns doch nochmal kennenlernen. Ja, und das ist doch so viel besser und das ist auch der Punkt. Das ist auch der Punkt meines Erachtens mit Rechtsradikalismus oder sonst was. Es ergibt keinen Sinn, wenn man erstmal ins Gespräch geht. Was natürlich anstrengend ist, ist erstmal ins Gespräch zu kommen, weil es Sprachbarrieren gibt, weil es kulturelle Unterschiede gibt. Aber auch hier wird man erst zu einem mündigen Rezipienten, wenn man diese Dinge kennt, wenn man weiß, woran das liegt. Ansonsten bleibt man in seiner komischen Blase, hat keine Ahnung von irgendwas und wie man eigentlich zu den Dingen und Menschen steht, weil man sich nie wirklich Gedanken drüber gemacht hat, sondern immer in diesem subjektiven Ideennetz gefangen ist, egal ob das eine schlechte, eine dumme, eine gefährliche Idee war und gar nicht mehr geprüft hat, ob diese Ideen überhaupt richtig sind. Mit Ideen meine ich jetzt auch, Ausländer sind blöd. Das ist ja eine Idee, die man hat. Das ist ein Gedanke, den man hat. Aber es ist nichts, was letztendlich der Wahrheit entspricht. Idee ist vielleicht das falsche Wort, Entschuldigung an der Stelle. Ja, mein Urteil, das man sich bildet. Und mit Urteilen ist es ganz gefährlich, weil jedes Urteil kann sich verändern auf subjektiver Ebene, wenn sich die Menschen verändern. Das sind immer Momentaufnahmen. Und dann muss man halt gucken, wie man sich am besten dahin bewegt, wo man hin möchte. Und das ist selten mit Feindlichkeit, mit Hass, mit schlechten Gefühlen der Fall, sondern eigentlich immer mit Verständnis, mit aufeinander zugehen, mit versuchen, offen und ehrlich miteinander zu sein, damit man überhaupt eine Chance hat, diese Dinge zu verbessern. In diesem Sinne, das möchte ich euch heute mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch ansatzweise gefallen. Lasst mir gerne eure Meinung und Kommentare. Und ja, ansonsten wünsche ich euch nur das Beste. Gottes Segen, kommt gut durch die Woche. Alles Gute, euer Max. Ciao, ciao.